11.30 Uhr, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mittagstisch auf dem Place to Be. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's bestens heute. Endlich ist meine Steuerprüfung beendet. Ich habe den Abschlussbericht bekommen. Wisst ihr was? Die Firma ist sauber. Na, so sieht's aus. Ich habe ja schlecht geschlafen monatelang. Hab gedacht, die finden immer irgendwas. Die haben ja auch was gefunden. Also meine fette Karre haben sie gefunden. Ne? Das ist ja immer gut, wenn man sich eine fette Karre holt, wo dann vielleicht neidisch drauf ist. Die Cutter schneidet es raus, nicht, dass er sich doch noch anschaut und sich es anders überlegt und dann sich an der Karre aufgeilt und sich dann da die Euros zusammenzählt. Ne? So, okay, also, die Sache ist rum. Die Weste war nicht nur im Gewissen weiß, sie war auch auf dem Papier weiß. Eine ordentliche Firma. Und in dieser Sache passend dazu müsste eigentlich die nächste Flasche Moët wieder aufgemacht werden. Und mein Gruß geht raus an den Uwe Redl. Er konnte es nämlich nicht mit ansehen, wie wir aus der Nature Bates Tasse Moët getrunken haben. Ne? Und er hat gesagt, Jan, standesgemäß für dich, ne, draußen am Wasser mit deinen Angelkumpels, ne, weil ist ja langweilig, wenn man nur alleine Champagner trinkt, muss man schon ein paar Leute einladen, muss man sich doch mal was gönnen, oder so. Und da hat er uns nämlich ganz nice hier Moët Chandon Gläser geschickt aus Outdoor, ne, für Outdoor. Acryl, super. Ey, ich habe echt gedacht, was geht denn jetzt ab? Aber so eine Community, Uwe, herzlichen Dank für dich, an dich, ne? Mega nice. Und ich hab ihm gesagt, also er hat gesagt, es hat ihm in den Augen wehgetan, wie wir den guten Shampoos aus dem Becher gesoffen haben, wo noch der Kaffeerand dran war. Da habe ich gedacht, du kennst doch den Brauns. Der gießt sich erstmal einen Bohnenkamp in den Moët Becher, ne? Und dann tut dir das richtig in den Augen weh. Aber ey, passt mal auf, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich darf hier in YouTube und in Instagram keine Werbung für Alkohol machen. Deswegen trinken wir keinen Bohnenkamp live vor der Kamera, sondern heben uns den auf, wenn wir Bauchschmerzen haben. Und na, wir wollen ja hier mit gutem Beispiel vorangehen. Aber Uwe, herzlichen Dank für die tollen Becher, die werden bestimmt nochmal ihren Einsatz finden, wenn ich den 70er gefangen habe, auf den ich gerade angel. Ey, ich angel gerade auf den 70er als Zielfischangler, so, ne? Ganz unentdeckter Fisch. Und wenn ich den jetzt bald gefangen habe, dann trinke ich aus den Bechern. So, okay, Spaß beiseite. So, dann fangen wir mal oben an. Und zwar, ich wollte mich bei euch auch nochmal bedanken für die vielen Kommentare in dem letzten YouTube-Video zu euren Meinungen am Fluss. Müssen ja auch nochmal Content schaffen, nicht nur dummes Zeug erzählen. Also ich hatte ja die Umfrage gestartet, beziehungsweise inoffizielle Umfrage. Wo beißt es am Fluss erfahrungsgemäß, also eurer Erfahrung nach, am besten? Und am besten ist ja so ein Crowdfunding, ne? Also wenn jetzt sehr viele Flussangler ihre Meinung abgeben und nicht besserwisserische Schmuh-Nachrichten verschicken, sondern wirklich mal drüber reden, wo fangen sie wann Fische? Und ich habe das jetzt alles mal so ein bisschen ausgewertet und habe auch meine Erfahrungen dann nochmal mit reinspielen lassen und auch nochmal so zwei, drei Kollegen gefragt. Und es war tatsächlich ein sehr interessantes Ergebnis. Und zwar, wir müssen es ein bisschen einschränken, um es zu verstehen. Alle Meinungen, die gekommen sind und alle Zeiten, die ich da jetzt reinwerfe, spielen, sagen wir mal, von Mai bis so Oktober, ne? Anfang November. Mai bis in diese Zeit. Also, um es mal ein bisschen einzugrenzen, ne? Also um welche Erfahrungen wir sprechen. Wir sprechen jetzt nicht über die Winterfischerei, die jetzt gleich ein Schlauberger bestimmt reinschmeißt. Ey, was ist denn dann im Januar? Also wir reden jetzt nur von Mai bis Oktober, um überhaupt mal einen kleinen Plan zu finden. Und da war jetzt doch ein ganz interessantes Ergebnis. Und zwar, dass viele ihre Fische auf der offenen Flussstrecke, ob jetzt am Rhein, Main, Neckar, was weiß ich wo, Donau, am Tag nichts fangen, also sehr schlecht am Tag fangen, außer vielleicht mal so ein Zufallsfisch. Man kann ja nicht generell sagen, da beißt gar nichts, aber deutlich weniger als in der Nacht. Also die meisten Fische, die wohl so gefangen werden von den Flussanglern, werden in der Nacht auf der Strecke gefangen. Also abends 23 Uhr, 22 Uhr im Sommer bis morgens halt früh, bis es hell wird. Ne? Da habe ich ja so ein bisschen diese Schifffahrt im Verdacht, aber was mir dann gar nicht eingefallen ist und was mir im Nachhinein gekommen ist, danke für die Kommentare, ist, die Fische sind am Tag vielleicht am Wehr, wenn eins vorhanden ist. Ne? Und genau die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, wo wir mit dem Volker Seuss dieses Main-Video gemacht haben, wo wir an der Schleuse gefischt haben. Könnt ihr mal zurück, wir legen es hier drunter.
haben wir auch tatsächlich fast alle Fische nur am Tag gefangen. Ne? Also da hat sie ja nachts so gut wie gar nicht gebissen. Ich glaube, einen Fisch hat der Folger nachts gefangen, aber der Rest kam am Tag. Und auch das war früher auch so, dass du, sobald es morgens da hell wurde, ging es eigentlich mit dem Beißen los. Ganz anders als auf der Strecke. Ja, jetzt ist das Ergebnis vielleicht ganz einfach und naheliegend, dass die Fische sich über die Nacht auf der Strecke verteilen und ziehen, ne, auf der Flussstrecke unterwegs sind und sich am Tag in solche Areas zurückziehen wie unterhalb von Wehren. Ne? Also nicht, es geht nicht oberhalb von Wehren, sondern unterhalb von Wehren. Und da im schnellen Wasser, im sauerstoffreichen Wasser, meistens ist es da ein bisschen flacher und alles, sich in dem Bereich aufhalten, um dann abends wieder auf Futtersuche zu gehen und auf die Strecke zu ziehen. Ne? Ob sie jetzt am Wehr finden, die auch genug Futter, das ist nicht die Frage. Aber es geht ja gar nicht nur um Futtersuchen, sondern es geht einfach um das Unterwegssein. Und wir alle wissen, Karpfen, die sich bewegen, die ziehen, die fängt man auch. Ne? Wenn sie sich in der Holding Area aufhalten, ist immer nur da was zu lösen. Dann sind sie ja nicht auf der Strecke. Ne? Also das, denke ich, ist ein ganz interessantes Ergebnis. Und nicht nur jetzt auch so eine Mutmaßung meinerseits, sondern ich sehe es auch anhand der Kommentare von euch, dass ihr die gleichen Erfahrungen im größten, in der größten Sache da teilt und wir das vielleicht mal so ein bisschen uns verinnerlichen müssen, dass es vielleicht auch dann gar nichts bringt, am Tag auf der Strecke zu angeln, sondern daher eher mal irgendwo unterhalb von Wehr zu moven oder ins schnellere Wasser oder wenn man jetzt aktiv angeln will, wenn man jetzt einen Campingurlaub am Fluss macht, bleibt man natürlich sitzen. Also, ihr wisst, was ich meine und ich glaube, wir haben es mal so ein bisschen auseinanderklabüstert, ne? So. Genau. Auch hierzu bitte herzlichst, wenn ihr es genauso seht wie ich, schreibt es mal drunter. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr natürlich auch gerne reinschreiben. Aber ich finde sowas echt mal spannend. Ne? Also wenn man wirklich mal so unvoreingenommen so eine Umfrage macht und nicht sagt, ja, ich bin jetzt, du musst einen Sack Bollies bewerben oder so ein Quatsch, sondern halt einfach mal so einfach die Baucherfahrung mal spielen lässt, ne? Wo man gerade welche Erfahrungen über die Jahre gemacht hat. Und man sieht dann, dass es sich wirklich so bei einigen Leuten ja, widerspiegelt. Gut. So, was hatte ich hier noch? Eine Frage. Und zwar, der Blueberry hat gefragt, vor 21 Stunden, hallo Jan, Grüße gehen raus. Gerne würde ich mir mal ein Live-Tasting von dir mit euren Nussboilies in einem Mittagstisch wünschen. Dass du die mal probierst und sagst, wie die so schmecken. Hab die Nussboilies noch in keinem Video wahrgenommen, beziehungsweise nicht gesehen, dass du die mal beworben hast. Würde mich echt mal interessieren, bin gerade auf der Suche nach einem Nussboili. Ah, genau, unsere Nussliebe-Boilies. Habe ich auch schon mal am Rande erwähnt, die führen wir ja, weil wir, genau wie du, lieber Blueberry, uns über die Jahre immer viele Leute gefragt haben, habt ihr keine Nussboilies im Programm? Ich bin ein absoluter Nussfan, beziehungsweise ich fütter gerne mit Tigernüssen oder mit solchen Dingen und würde gerne einen Nussboili dazu angeln. Und da haben wir halt irgendwann mal gesagt, komm Digga, wir machen einen Nussboili, aber wir machen da jetzt kein großes Fass mit auf, weil... ja, wie ich schon immer sage, wir können nicht jeden Boilie immer nur einzeln bewerben und damit rumhantieren, sondern der Nussboilie ist tatsächlich bei uns im Programm so ein Boilie, den wir so als Mitverkaufsboilie werten. Ein sehr guter Boilie, schön süß, ockerfarben, nussig, schön schmalzig so, ne? Und zu diesem Boilie haben wir Pop-Ups im Programm und ein Liquid und das war's aber auch. Unserer Erfahrung nach die Nussboilie-Angler-Fraktion dann doch eher so eine relativ wochenendler-entlastige, kurzzeitansitzmäßige Nummer ist. Aber um einfach mal diese Fragen immer nicht mit Nein zu beantworten, wir haben diesen Nussboilie nicht, haben wir den halt dann damals ins Programm genommen. Nur ich bin halt kein Nussboilie-Angler, Digga, weißt du, was soll ich sagen? Also ich angle ja halt, soll ich vielleicht mal machen, vielleicht fange ich ja dann auch wieder noch ein paar Fische mehr. Aber wie gesagt, ich habe halt einfach noch nie so mit Nussboilies geangelt, was nicht heißt, dass es ein schlechter Köder ist, sondern jeder hat auch seine Vorliebe und ich bin... In dieser Firma, weißt du, nicht der Typ vom Geiste, der sich immer hinsetzt und die Werbung strickt, um dann das Produkt zu verkaufen. Ne? Das ist nicht mein Ein und Alles, sondern ich gehe genau wie du oder andere einfach gerne angeln und mache auch einfach mal nur was ich gerade gerne mache. Ne? Und wo ich Bock drauf habe, das zu machen, ohne irgendeinen Hintergedanken, ah, ich muss es noch Nussboilie an einen da bewerben oder so. Sondern einfach mal ein bisschen raus und ein bisschen angeln und gut ist. Und wir haben den halt deswegen im Shop und ihn aus diesem Grund jetzt nicht größer vorgestellt, aber ja, wir verkaufen den auch gut, der geht so mit und ist nichts Negatives zu hören, eher positive Rückmeldungen und also kann man empfehlen. Genau, Live-Tasting. Habt ihr auch Mais-Boilies im Programm? Gary Deluxe, habt ihr auch Mais-Boilies im Programm? Ja, schau mal bei Dosen-Mais-Boilies. Wir haben die besten Mais-Boilies. Die allerbesten, ne? Und wir müssen sie auch nicht verschenken, die Pop-Ups von den Dosenmais Boilies, die Pop-Ups, Edges, müssen wir nicht verschenken, weil wir verkaufen die gut, ne? So, soll ja auch verschenkt werden immer mal alles.
Das ist aber auch gemein, ne? So, aber man muss auch mal so sein im Leben. Also ich war früher böse. Ey, weißt du, ich bin ehrlich zu euch. Ich war früher, wie ich Jugendlicher war, war ich nicht gut. Ich war auf mindestens 7, 8 Schulen. Weißt du, weil ich immer, wenn mir einer auf den Fuß getreten ist, dann bin ich dem richtig auf den Fuß getreten. Und dann haben sie mich immer in eine andere Schule gestellt. Und heute muss ich mir das anschauen und darf mich nicht mehr wehren. Außer so. Aber so ist ja auch die feine Art. Weißt, wie es läuft. Okay, also, ich wollte nochmal zurück zu einem, man schweift ab, ne? So, ich wollte nochmal zurück zu einer Frage, und zwar, lieber Jan, Grüße gehen raus, eine beziehungsweise zwei Fragen für den Mittagstisch. Der Lukas ist es, die habe ich letztes Mal vergessen, also beziehungsweise war die Zeit rum. So, bei unseren Arbeitsdiensten gibt es immer eine rege Diskussion. Die sture Partei des Vereins ist der Meinung, dass ausnahmslos alle Erlen beziehungsweise Schwarzerlen am Gewässer zu entfernen sind, weil diese wohl den pH-Wert des Gewässers absenken und das Gewässer zu sauer wird, 2,5 Hektar Teich. Ist da was dran? Wenn man an vielen Gewässern die Erlen entfernt, sieht es aus wie am Forellenpuff. In einem anderen Verein werden viele Kopfweiden gepflanzt, um den Baumbestand aufzuforsten. Die ziehen Weiden nicht zu viel Wasser und können den Wasserspiegel beeinflussen. Viele Grüße, Lukas. Okay. Also man muss bei solchen Themen bezüglich des Baumbestandes und der Eigenschaften der Baum oder Beeinflussnahme des Baumbestandes aufs Gewässer immer meistens, wie so ist im Leben, ein bisschen weiter ausholen, ne? Weil es einfach manchmal nicht so einfach pauschal zu beantworten ist. Es geht jetzt, fangen wir erstmal mit der Schwarzerle an, ne? Also die Schwarzerle ist ein typisches Beispiel für den Erlenbruchwald, ne? Also wenn ihr das jetzt biologisch abfragen wollt oder pflanzenethymologisch, dann gibt es den Begriff Erlenbruchwald. Was ist der Erlenbruchwald? Jedes von Menschenhand oder egal wie geschaffenes Gewässer, was ja alle unsere ganzen Baggerseen sind oder auch so Gletscherausschürfungsseen, egal wie sie entstanden sind, sind ja erstmal Löcher im Boden, die ja durch Nährstoffeintrag und irgendwelche alles mögliche Erosionen durch Einschwemmungen, ja, anfangen an den Ecken irgendwie wieder so ein Schwemmland zu bilden. Also sie versumpfen, ne? So wird dann so Flachwasserzonen. Kennt ihr ja im Frühjahr jetzt das Stirn unter Wasser, das ist so ein typisches Laichgebiet, wo Amphibien rummachen und so. Die Schwarzerle ist so ein Baum, der sehr gerne solche Saumränder von Gewässern anfängt zu besiedeln. Die kommt nämlich sehr gut mit einem nassen Boden zurecht, wächst deswegen gerne in diesen anfangs verlandeten Zonen von den Gewässern. Damit kommt die sehr gut zurecht. Dann gibt es den Begriff Erlenbruchwald. Warum? Weil die Erle nicht allzu alt wird, sondern die fängt irgendwann an dann zu kippen. Dann fällt die halt um und dann gibt es diesen typischen Erlenbruchwald. Also liegen dann diese Erlen übereinander und dadurch entsteht wieder Holz, was da drin liegt, und da wird es immer sumpfiger, und so schiebt sich dann über die Jahre dieser Sumpf weiter in den See hinein, ne? Dann hat man eben diese Verlandungszone und es wird flacher, und das ist dann einfach so eine typische Rückbildung vom Gewässer zum Sumpf und vom Sumpf dann irgendwann wieder in normales Land. So, dass die Erle halt ihre Blätter verliert, weil sie so nah am Wasser wächst, ne, ist ja klar. Also da fallen dann im Herbst die Blätter ins Wasser rein und dieser Blatteintrag von der Schwarzerle, die ja besonders gerne und auch viel da an dieses Sediment bildet, die kann dann schon den pH-Wert des Gewässers beeinflussen und eben auch Nährstoffeintrag ist es halt auch relativ hoher. Und deswegen kann das schon sein oder Sinn machen, dass man die Schwarzerle dann von diesen kleinen Gewässern da entfernt, um einfach weniger Blatteintrag zu haben, ne? Sieht natürlich, wie du sagst, dann immer nicht so schön aus. Ich habe auch einige Seen schon gesehen, bei denen auch die anderen Laubbäume oder auch Nadelbäume komplett entfernt wurden. Und dann waren das dann so, weißt du, da waren dann so die ersten 20 Meter, waren dann laubfrei. Aber es ist eigentlich eine Möglichkeit oder auch eine Maßnahme, um überhaupt diesen Nährstoffeintrag durch Laubfall in den Griff zu kriegen. Funktioniert, also kann man schon so machen. Was die Wasserentnahme von Weiden geht, ist, also eine Weide zieht in der Tat sehr viel Wasser. Und man sagt zum Beispiel, dass eine Weide oder jeder Baum, der am Wasser steht und im Sommer Photosynthese betreibt, eben bis zu 1000 Liter Wasser rauszieht, ne? Das ist schon eine ganze Menge Wasser, was da durch die Bäume abgesaugt wird. Aber das ist halt so, ne? Der Baum zieht halt das Wasser. Prinzipiell sind ja auch diese Seen, die wir haben, wiederum ans Grundwasser angebunden. Also das läuft ja dadurch nach, der See wird ja nicht leer gesaugt von den Bäumen, sondern das Wasser strömt ja dann durchs Grundwasser unten nach und reguliert sich dadurch, ne? Aber es ist halt so, klar, Bäume verdampfen Wasser im Sommer und die Weide braucht viel Wasser,
Aber es ist auch eine typische Wassergrenzpflanze. Ne? Kopfweiden wachsen auch sehr gerne als Grenzpflanze am Wasser. Ob man dann alles immer so machen muss, bis aufs hundertste Detail oder es so ein bisschen 5 Grad sein lässt, muss in dem Fall dann eigentlich der Gewässerwart selbst entscheiden. Ich bin immer so ein Typ, der sagt, unsere Gewässer sollte man naturnah wie möglich belassen. Ne? Also wenn sie so sind, dann ist es halt so. Und klar, jedes Baggerloch, was wir irgendwo mal in die Wiese gegraben haben, wird in ein paar tausend Jahren nicht mehr da sein. Es wird verlandet sein und da wird wieder ein Sumpf sein oder irgendwann wieder Feld. Es ist so. Ne? So, und das kann man halt ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. Du beeinflusst es natürlich in gewisser Maßen, aber auch nicht in dem Maße, dass du zögerst da nichts heraus mit. Ne? Also die Blätter werden dann von anderen Bäumen da reinfliegen. Und irgendwas muss da halt, es ist ja auch nicht schön, es ist ja kein naturnahes Gewässer, wenn du so ein viereckiges Betonbecken, also sagen wir es mal so, um es jetzt, ich kann euch das nicht erklären, die Natur ist nicht einfach so 100%, 0%. Wenn du die 100% Lösung haben willst, dass kein Eintrag in dein Becken kommt, dann musst du im Acker ein Betonbecken einlassen, viereckig, und rundrum alles wegholzen und nur noch dieses Becken da lassen und auch da kein Angelfutter reinschmeißen und nichts. Und dann wird sich das halt trotzdem immer noch unten Sediment und Dreck sammeln über die Jahre, weil es durch die Luft kommt. Ne? Weißt du, was ich meine? Also du kannst immer nur gewisse Maßnahmen ergreifen, um da so leicht irgendwie Einfluss zu nehmen, aber in Wirklichkeit ist meistens in diesen Fällen der Aufwand größer als der Ertrag. Also der ganze Angelverein ist beschäftigt mit Baumschnitt und Schneiderei und Laubzieherei und Machen und Tue. Aber am Ende des Tages ist nichts mehr rausgekommen, sondern es ist, weißt du, was ich meine? Also es ist so meine Meinung. Klar macht Sinn, mal irgendeinen Ast zu kürzen oder einen Angelplatz freizuschneiden oder auch mal ein bisschen was frei zu machen. Aber das jetzt, wir wollen, der See verschlammt, um Gottes Willen, wir müssen die Natur wegdrängen. Das bringt halt nichts. Das ist halt der falsche Ansatz und den wirst du auch nicht in den Griff kriegen. Da ist die Energie, die du reinstecken musst, viel höher als das, was du am Ende rausbekommst. Der See wird trotzdem verlanden. Ja, also eher, na gut, guck mal, Schifffahrtstourismus, die Erle wächst, also eine Buche wächst nicht so nah am Wasser. Eine Buche wächst nicht so nah am Wasser, so an der Seekante, weißt du? Die Erle, die Erle kommt sehr gut damit zurecht, dass es überflutet ist. Die kommt in diesem Überflutungsgebiet über Wochen zurecht, weißt du? Der macht es nichts aus, wenn die nass wird und wenn die nasse Füße hat. Eine Buche hat keinen Bock auf nasse Füße, ne? Wenn eine Buche langfristig nasse Füße hat, dann fault die wieder weg, ne? Das ist genau der Grund und deswegen ist die Erle näher an der Wasserkante anzutreffen als beispielsweise eine Buche, also in natürlichen Bedingungen. Ne? So, deswegen wächst die Erle schon ganz ins Wasser rein halt. Ne? Und da ist natürlich dann auch der Laubeintrag der höchste, ist ja klar. Ne? Meiner Meinung nach, lass die Natur, so wie sie sich da wächst, einfach mal wachsen. Die hat sich das schon so ausgesucht, warum sie so wächst. Ne? Wenn wir da immer Einfluss drauf nehmen, egal wie, gerade bei einem 2-Hektar-Teich, ist ja wie im Gatte. Das Unkraut kommt auch immer wieder und du kämpfst dagegen. Also keine Ahnung, ich bin da echt der Falsche für so Sachen, weil ich immer die Meinung habe, da wo was wächst, ne, das gibt einen Grund, warum das da wächst und es gibt auch einen Grund, warum manche Sachen da nicht wachsen. So, das ist einfach so. Ne? Und der Mensch versucht immer gerne, irgendwas irgendwo wachsen zu lassen, aber es wächst dann einfach nicht gut da, weil es der falsche Platz dafür ist. Ne? Also Pflanzen suchen sich schon selber die Stelle raus. Klar macht es keinen Sinn. Deswegen, wenn einer jetzt Erlen pflanzt absichtlich da, ne, dann ist die Frage, ist das sinnvoll? Das kann man dann schon erörtern. Aber wenn sie jetzt schon da stehen und groß sind, dann lass sie doch stehen. So, okay. Also wie gesagt, müsste man auch tiefer betrachten und müsste es vielleicht mal wirklich einen. Ich habe das jetzt auch nicht, mich nicht darauf vorbereitet. Ich habe das jetzt so beantwortet, wie ich es beantworten würde. Na, so. Nächste Frage, auf die ich nicht vorbereitet war. Mal gucken, was dabei rauskommt. 7 Minuten haben wir noch. Christian Kubeile, 7270, hat gefragt, wieder sehr amüsant und unterhaltsam, eine Frage zum Carp Care. Wir hatten am Wochenende wieder einen Karpfen mit einer relativ großen entzündlichen Verletzung. Eventuell Kormoran bringen die beworbenen Produkte Desinfektion, Propolis etc. etwas. Desinfektion ist ja sinnvoll, aber die Entzündung besteht ja schon. Kann man die Gel dann überhaupt noch sinnvoll schützen oder löst sich das im Wasser von der Schleimschicht? Oder gibt es von deiner Seite eine Empfehlung, wie man solche Stellen optimal versorgen könnte? Ja, also ich habe, keine Ahnung, wie ich das beantworten soll. Also klar funktioniert ein Desinfektionsmittel bei irgendeiner Art und Weise immer irgendwo, ne? Aber ob das im Wasser am Ende wirklich einen Effekt hat, wenn du einen Fisch fängst, der da so eine Verletzung hat und du den auf deine Matte legst und dann schmierst du den ein und lässt ihn wieder schwimmen. Ich
würde vermuten, du müsstest das dann mal eine Woche lang jeden Tag machen, ne? Dann würde es vielleicht was bringen. Aber das, den ganzen Fisch da einzupinseln und dass dann da irgendwas da davon heilt, vielleicht kurzzeitig, aber meistens ist es eigentlich so, dass ein Karpfen, also bin ich raus, ich kann es nicht sagen. Ich würde diese Frage stelle ich zurück und ich frage jetzt den Markus Sippel May, damit, der hat mit Kois zu tun und vielleicht kann er mir da mal Schützenhilfe geben, wie es bei Koi-Karpfen ist, wenn die eine Verletzung haben, ob solche Sachen bei einer Einmalbehandlung etwas bringen, ne? Wäre ja mal ganz interessant. Also ich kann es nicht beantworten und ich habe es auch noch nie gemacht, einen Karpfen auf der Seite eingepinselt. Ja genau, ich sag auch immer, die, guck mal, wie die nach der Laich aussehen, ne? Also die sind ja komplett geschuppt und haben ja riesen Kratzer, egal. Also gerade in Gewässern, in denen jetzt keine Flachwasserzonen sind, da hüpfen die ja auf die Steine und reiben sich, da sehen die ja wirklich ramponiert aus teilweise. Und auch das verheilt, ne? Also ein Karpfen ist schon relativ resistent, was solche Verheilungsgeschichten angeht. Und da bin ich genau beim Nick Richter, dass ein gesunder Fisch, der mal irgendeine Bläsur mit sich getragen hat, diese auch in irgendeiner Art und Weise relativ gut selbst wieder wegbekommt. Ne? Also ob das dann mehr Sinn macht, die einzupinseln, kann ich nicht sagen. Nachteilig wird es nicht sein, aber ob es einen Vorteil bringt, kann ich nicht beantworten. Ne? Aber wie gesagt, in der heutigen Zeit ist alles immer so ein bisschen die heilige Kuh. Die wird auch noch keine Ahnung was gemacht, wenn man ihm aber einen Haken ins Maul rammt und dann einpinselt und sagt, tut mir leid, es ist so wie wenn ich dir, also ey, ich bin so, ganz ehrlich, ich habe so einen Scheiß noch nie dabei gehabt. Das ist ungefähr so, wie wenn ich dir jetzt einer auf die Schnauze hau, so, batz, Alter, und dann sage ich, komm, ich mach den Pflaster drauf, tut mir leid, die Hand ist mir ausgerutscht, wird schon wieder heilen. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, keine Ahnung, ey, da steckt halt so ein Zwiespalt in mir, ne, das ist einfach so. Und wenn ich dem Vieh jetzt schon mal der Haken ins Maul ramme, dann ist es halt jetzt auch eh scheiße gelaufen. Dann will ich das gar nicht so genau wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Und wenn ich das aber geklärt habe, dann lasse ich die Angel am besten daheim und gehe nicht mehr angeln. Weil, weißt du, was ich meine? Fühlt ihr das? Also ich kann das immer so ein bisschen schlecht. Ich bin da so ein bisschen rumpelig, weißt du? Weiß nicht. Ich halte das immer so ein bisschen für so ein Rumpelargument, ne? Ich weiß, in vielen Paylex ist es ja dann auch Pflicht, dass du dann dieses Zeug, dieses Klinik und wie das alles heißt, dabei haben sollst. Naja, aber Digga, ey, dann fängt der Onkel Otto den einen in der einen Ecke, dann schwimmt er auf die andere Seite und irgendwann hat er so ein Fransenmaul, Alter, dass es so aussieht, und überall pinselst du noch das Klinik drauf. Wo ist der Sinn, Digga? Da ist doch irgendwas, ist dann da schiefgelaufen, oder? Sagen wir mal ehrlich. Wenn das so weit ist, dann ist was schiefgelaufen. Also meiner Meinung nach ist es dann irgendwo ein bisschen schiefgelaufen und dann entweder hat er halt dann Fransenmaul und hat Pech gehabt, aber dem sein Maul dann noch zu behandeln und dann wieder eine reinhauen zu lassen, ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah, am Rainbow verboten. Ja, wahrscheinlich, weil, ja klar, guck mal, also ich hätte jetzt eine Erklärung, was mir vorhin schon in den Kopf geschossen ist. Diese Klinikdinger oder solche allgemeinen Desinfektionsmittel, die arbeiten ja alle auf Alkoholbasis. Ne? Ist meistens Ethanol oder ein harter, kennt ihr selber bei unseren Desinfektionsmitteln, ist meistens auf einem scharfen Alkohol basiert. Und wenn du jetzt dem Fisch seine Schleimhaut mit einem scharfen Alkohol behandelst, dann macht jetzt die Schleimhaut ja extra noch mehr kaputt. Ne? Also ich halte es komplett für Firlefanz. Also Ich glaube, kein Karpfen in irgendeinem See hat jemals eine positive Wendung genommen, weil einer irgendeinen Fisch mit dem Kram eingepinselt hat. Also ist meine Meinung und das ist wer mir jetzt das Gegenteil beweisen soll, der soll das tun. Aber ich habe jetzt schon so viele Gewässer beangelt und an so vielen Seen geangelt. Ich habe schon so viele Fische gefangen, die schon tausendmal von einem anderen gefangen wurden irgendwo und auch nicht eingepinselt wurden. Die waren entweder alle noch am Leben oder die Verletzung war verheilt auf natürliche Art und Weise. Ne? Aber dass da irgend so ein Zaubermittel da was dazu beigetragen haben soll, haus raus, Digga. Ich glaub's nicht. Ich werde mal einen im Koi-Meister fragen, der weiß das mit Sicherheit, der macht Koi-Messen und kennt da viele Leute und den frage ich mal, ob das wirklich Sinn macht, die Fische also in einem freilebenden Gewässer zu behandeln. Ne? Ich frage, das geht ja, wir müssen jetzt rauskriegen, wie oft wird ein Koi damit behandelt, hintereinander, der wird ja separiert in irgendein anderes Becken, dann wird der da dauern. Weißt du was ich meine, das machst du mit dem Karpfen aber nicht. Du fängst den, pinselst den ein und schmeißt nein, ob der jetzt in 2 Wochen wieder beißt oder nicht, weiß ja keiner. Ne? Der wird ja nicht am nächsten Morgen wieder rausgenommen und die gleiche Stelle behandelt.
Also und kommt in extra so eine Salzwasserlösung oder so. Weißt du, also da gehören ja verschiedene Aspekte dazu, die jetzt mal zu klären werden. Das mache ich, versprochen, bis zum nächsten Mittwoch. Also wie gesagt, wir klären es, um der Sache näher zu kommen. Wir fragen den Markus Hippel-May, den Meister der Kois, und dann kommen wir vielleicht gemeinsam weiter, ne? Und ohne uns hauen zu müssen. Und dann nachher brauchen wir alle noch Klinik, weil wir lauter blaue Augen gekriegt haben von wilden Eskalationsdiskussionen. In diesem Sinne, Männer, hab euch lieb. Danke fürs Zuschauen. Es ist 12 Uhr. Wir müssen noch ein bisschen was arbeiten hier. Am Wochenende kommt, so wie es aussieht, ein lustiges Video mit Sascha Pingel, unserem Frühjahrstrip. Es ist schon im Rohschnitt gesichtet und am Wochenende wird es veröffentlicht. Freut euch drauf. In diesem Sinne, haut raus. Wir sehen uns. Ciao.